Wir sind schon auf der Klöcher Weinstraße unterwegs Richtung Klöch zu unserem Quartier. Kurz vor Klöch der erste schöne Ausblick. Im Weingut Tomitner in Klöch sind wir untergebracht. Vis-à-vis der Gastgarten. Unsere erste Aktion ist ein Spaziergang durch den Ort Klöch. Der Romantikweg auf die Anhöhe der Burgruine Klöch. Romantische Bänke auf dem Romantikweg. Tomitner ist so ziemlich das größte Weingut in Klöch. Einen europäischen Bekanntheitsgrad hat der Klöcher Traminer erreicht, der Wein mit dem Duft der Rose. Der obere Ortsteil von Klöch auf der Anhöhe. Jetzt geht's zur Burgbesichtigung. Seit 1998 stehen die Kulturarena sowie der 35 Meter hohe Aussichtsturm für Besichtigung und Veranstaltungen zur Verfügung. Basalt für den Unterbau von Bahngleisen und Straßenbau. Und der Ausblick vom Aussichtsturm. Und zum Abschluss geht es in die Vinothek zur Weinverkostung. Unser heutiges Ziel ist die Südsteirische Weinstraße. Nach dem Weinanbau haben auch die Äpfel eine große Bedeutung. Am Marktplatz von Ehrenhausen machen wir unseren ersten Stopp. Die Pfarrkirche zur schmerzhaften Mutter Gottes. Das Mausoleum auf dem Schlossberg des Ruprecht von Eggenberg. Erbaut wurde dieses Mausoleum zwischen 1609 und 1693. Und der Ausblick vom Schlossberg. Der nächste Ort ist Gamlitz, den wir erreichen.
und von der südsteirischen Weinstraße gibt es immer wieder schöne Ausblicke, die wir mit unseren Kameras festhalten. Malerisch liegen diese Weingüter in der schönen Landschaft. Auf dem Eroe-Kogel in 482 Metern findet man die größte Weintraube der Welt. Und sie gehört zur Gemeinde Glanz an der Weinstraße. In der Corona-Zeit haben die meisten Weingüter leider geschlossen. Immer wieder tolle Ausblicke. Wie schön muss es erst im Herbst sein, wenn die Weinblätter verfärbt sind. Jetzt geht es zu einem Buschenschank, der geöffnet hat. Jetzt haben wir uns eine gute Jausen verdient. Und ein Sturm dazu. Prost! Vorbeinauto, für mich die schönsten Cabrios. Jetzt geht es zu einem schönen Aussichtsplatz mit dem höchstgelegenen Klappotitz auf der südsteirischen Weinstraße. Und der tolle Ausblick von der Anhöhe. Wir verlassen wieder die schöne Weinstraße und der Abschluss des heutigen Tages ist eine Gratis-Weinverkostung in Weingut Schuster in Glöch. Die Weinverkostung und ein 6er Karton Wein ist in unserem Arrangement mit inbegriffen. Eine private Weinverkostung im Weingut Schuster. Jawohl, nur für uns zwei. Thank you.
Und am letzten Tag geht unsere Fahrt vorerst nach Bad Radkersburg. Der Hauptplatz Richtung Rathausturm. In diesem Gebäude lernte Puch das Schlosserhandwerk und erzeugte später Fahrräder und Motorräder. Die Mur ist der Grenzfluss zu Slowenien. Das Quellenhaus ist der Ursprung des Thermalwassers. Steirischer Herbst auf der Fahrt Richtung Mureck. Vom Parkplatz spazieren wir zur Murecker Schiffsmühle. Und bei der Mühle gibt es auch ein sehr gutes Restaurant. Eine Vorführung gibt es nur nach einer Anmeldung. Über die Hügelland-Weinstraße erreichen wir den Hauptort Straden. Die Wehrmauer und dahinter die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Eine Rampe mit schöner Aussicht. Doppelkirche St. Sebastian. Die Heimat der Atlaszeder ist das nordafrikanische Atlasgebirge und steht unter Denkmalschutz. Mit 8 Glocken und das in 3 Kirchtürmen gehört das Geläut von Straden zu den Besonderheiten der Steiermark. Wir verlassen Straden, unser nächstes Ziel ist der Ort St. Anna am Eigen. St.
St. Anna am Eigen liegt an der Glöcherweinstraße. Dieses Bild besteht nur aus Maiskörnern und Bohnen. Ziehbrunnen vor dem Kirchenblatt. Auf dem Hauptplatz wird der Weinherbst gefeiert mit Kastanien und Sturm. Und der Ausblick von der Terrasse am Hauptplatz. Auch in Glöch feiert man den Weinherbst vor der Winothek. Für uns ein wunderschöner Abschluss von unserem Ausflug. Bei der Heimfahrt besuchen wir noch Gsellmanns Weltmaschine in Edelsbach bei Feldbach. Die Schwiegertochter von vom Erbauer der Weltmaschine. Die Schwiegermutter, nicht die Tochter. Die Schwiegertochter. Ah, doch, die Schwiegertochter. Die Sonnenwald. Die kleinen Taschen, die kleinen Hölzer. Die haben 10 Taschen. Das ist der Chef. Ja. Der Erbauer der Weltmaschine.
Der Lebensgefährten hat die Maschine gebaut. Der war 1910 geboren, da am Hof, und damals war die Zeit schlecht. Eine Volksschule hat es gegeben, das war's. Dann hat es heißen, zu Hause bleiben und den Hof übernehmen. Er selber hat aber immer gesagt, er hätte viel lieber gern was gelernt damals. 1958 hat er in der Zeitung das Atomium gesehen. Damals war er die Weltausstellung in Brüssel. Und er war von dem Foto in der Zeitung so fasziniert, er hat die haben dürfen, ist damit heimgegangen und hat zu seiner Frau gesagt, da fahre ich morgen hin. Das Andenken mit heimgebracht. Mhm. Er hat immer gesagt, das war das Schönste, was er jemals gesehen hat. Ganz links auf der Uhr, da seht ihr auch ein kleines Atomium, das hat er aus Holz nachgeschnitzt und angestrichen. Dann hat er mit dem Mittelteil zu bauen begonnen und in der Mitte sieht man wieder die Kugeln. Von dem Mittelteil aus hat er dann wirklich 23 Jahre lang gebaut. Gebaut hat er vor allem hier drinnen, da was es heute noch seht, das war damals die Hausmauer. Er hat nur das eine Kammerl gehabt. Er hat nie rundherum gehen können auf seine Maschine. Das Kammerl hat er immer zugesperrt und Schlüssel hat er immer umgehängt. Ja, es hat niemand reingehen dürfen. Insgesamt haben wir 25 Elektromotoren drin und 200 Glühbirnen. Die Teile, die es in der Maschine setzt, die hat er alle zu Fuß heimgetragen. Er hat nie ein Auto besessen. Er ist immer losmarschiert, wenn er glaubt hat, dass er was braucht. Nach Feldbach hat es früher die großen Schrottplätze gegeben und wenn es mal einen Fetzenmarkt gegeben hat. Und dann hat er wirklich alles heimgetragen. Er hat auch alles so gestrichen, sie ist komplett original, die Maschine. Und er hat mit dem Handbohrer Löcher gebohrt. Er hat nie eine Bohrmaschine gehabt. Gebaut hat er dann an der Maschine wirklich bis zu seinem Tod. Er ist 1981 gestorben, da war er 71 Jahre alt. Dann war halt manchmal im Dorf auch Stromausfall, dann nicht sehr geschützt. Ich würde mir dann wahrscheinlich kurz sagen. Ja, der steht komplett, ja. Mit mir mal? Ja. Darfst du mal einen? Ja, wir gehen alle im Gänsemarsch gehen. And he's got always the key with himself, so no one else was able to enter the place. Der geht leider nicht. Not working here is a problem, it not working. Geht man das nächste Mal vorbeikommen? Glühbirnen sucht man ganz dringend. Ach, alles 15 Watt Birnen. Die ganz großen, die S27, S24, das sind die kleinen. Aber die haben alle nur 15. Hat die Kontingente aufgekauft in Österreich? Ja, schau. Hat er gesammelt. Ganz einmal da oder da. Ganze Welt ist vertreten. Ja, eigentlich sind wirklich Teile aus aller Welt. Der Name Weltmaschine stammt nicht vom Erbauer und ist ein Notname, da ein Zweck der Maschine nicht erkennbar ist.
Man kann die Maschine daher als künstlerische Installation bezeichnen. Mit diesem Werkzeug baute er dieses Wunderwerk. Mit dem Blick auf die Umgebung von Edelsbach endet unser Ausflug in die Südsteiermark. Schön war's.